zuständig bin, bin ich Schützenminister und deshalb bin ich natürlich mit Begeisterung bei solchen Schützenveranstaltungen wie heute Abend dabei. Ich freue mich, dass dieses Rattenschießlager in diesem Jahr wieder stattgefunden hat. Ich freue mich, dass unsere Trainer diese Situation aufrechterhält. Es gibt alle möglichen Leute, die theoretisch darüber diskutieren, was unter Bayern zu verstehen ist, was unter Heimat zu verstehen ist. Wer unsere Schützen in Bayern kennt, der weiß, was Heimat und Bayern ist. Dafür stehen die, dafür danke ich Ihnen alle, wünsche Ihnen allen einen schönen Abend und den neuen Landesschützenkönig, der AWO-Schützen, schon jetzt herzlichen Glückwunsch. Es bleibt mein Motto, liebe Herr Bayerlein, treffen Sie immer in Schwarze, aber schießen Sie nicht auf die Schwarzen. Alles Gute und einen schönen Abend.